Ich bin hier wegen schweren Raub in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und habe dafür 2 Jahre, 3 Monate bekommen. Also ich bin hier, weil ich gemeinschaftliche schwere Körperverletzung begangen habe und dafür habe ich 3 Jahre und 2 Monate bekommen. Ich bin hier wegen Betrug und habe 2 Jahre, 8 Monate bekommen. Felix Bader und seine Frau Sarah nehmen Straftäter in ihre Familie auf. Hier sollen die jungen Kriminellen zu besseren Menschen werden. Familienleben statt Knast. Was machst du bloß ohne mich, Sarah? Ich weiß echt nicht. Ich hab ja gar keine Ahnung, wie es geht nicht. Es ist schon wichtig, dass du hier bist, Daniel. Auf jeden Fall. Und Küche machst du so richtig gut. Ja. Ich würde sagen, ich bin eine Mutter auf Zeit für unsere jungen Männer. Ich biete ihnen Beziehung an. Ich möchte für sie da sein, wenn sie mit ihren Herausforderungen kommen oder auch wenn sie mit ihren freudigen Erlebnissen kommen, dann möchte ich daran teilhaben. Mein Selbstverständnis von dieser Hausvaterrolle ist, dass ich in erster Linie ein Freund sein will, der ein offenes Ohr hat. Und alles andere ist ein Angebot an die Jungs. Es ist ein Vorschlag, wie ein Leben funktionieren kann, wie ein Leben gelingen kann. Und zwar ohne irgendwie in Zukunft Straftaten begehen zu müssen oder wieder im Gefängnis zu landen. Die Jungs kommen direkt aus dem Gefängnis zu Felix und Sarah. Straftäter wie Massimo können hier neu anfangen. Für mich ist es eine Chance, so mich ein bisschen zu verändern. Ich kann echt krass viel lernen. Werden Massimo und die anderen ihre Chance nutzen? Vielleicht das andere längliche dagegen. Früh am Morgen im Seehaus Leonberg. Rund 1 Dutzend Straftäter leben hier, verteilt auf 3 Familien wie Baders. Okay, los. Auf geht's, Männer. Bei jedem Wetter müssen die Jungs laufen, zusammen mit Hausvater Felix. Mauern, Gitter, Handschellen gibt es nicht. Dafür ein straffes Programm. Die Herausforderung ist, glaube ich, dieser durchstrukturierte Tagesablauf, der von morgens bis abends im Minutentakt eben strukturiert ist. Und ich ziehe den Hut vor jedem, der das hier durchzieht, weil es halt echt eine krasse Struktur ist und wir ja auch bewusst die Messlatte recht hoch ansetzen. Dass einer abhaut, kommt immer wieder vor. Außer einen haben sie bisher alle wieder eingefangen. Sauber. Ey, gehen wir noch ganz kurz an die Steine. Wir haben noch 1-2 Minuten. Gleich direkt an die Steine oben. Hier liegt noch eine Lampe. Von wem ist die? Der Frühsport gehört zum pädagogischen Konzept. Einfach um zu merken, dass man eben, wenn man an seine Grenzen kommt, auch drüber rausgehen kann. Und die Uhrzeit tut ihr Übriges. Also, dass man einfach Struktur in seinen Tag reinkriegt, eine Regelmäßigkeit reinkriegt. Und dann frisch, fromm, fröhlich, frei wieder ans Werk gehen kann, ans Tagwerk. Genau. Zurück in Baders WG geht das Programm gleich weiter. 15 Minuten Zeit der Stille. Zur Familie gehören gerade eigentlich 4 Jungs. Weil einer beim Praktikum ist, sind heute nur 3 da. Mit dabei auch Lena, eine Studentin, und Rebecca, die ihr freiwilliges soziales Jahr bei Baders macht. Massimo lebt schon seit einigen Monaten hier. Wenn alles gut geht, wird er in ein paar Wochen entlassen, vorzeitig. Ist er bereit für ein Leben in Freiheit? Daniel ist erst vor kurzem aus dem Knast zu Baders gezogen, muss sich noch beweisen. Das Sorgenkind der Familie, Kevin. Fertig. Ich sag, wann fertig ist, nicht du. Er ist seit fast einem halben Jahr da. Immer wieder macht er Ärger und hat gerade einen folgenschweren Entschluss gefasst. Für ihn endet das Familienleben heute. In ein paar Stunden geht er zurück ins Jugendgefängnis nach Adelsheim. Also es hat mehrere Gründe, so sehr anstrengend. Ich habe Sachen bekommen, wo ich machen muss, aber nicht machen wollte, weil ich mir gedacht habe, ich pack's eh nicht.
Aber somit habe ich schon hier so selber abgebrochen. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir für diesen Tag, der vor uns liegt. Ich danke dir dafür, dass du uns Tag für Tag treu versorgst und ich bitte dich jetzt um deinen Segen fürs Essen. Amen. Amen. Gib mal einen Kaffee. Oh. Alle Jungs am Tisch waren in Haft, bevor sie zu Baders gekommen sind. Sie wissen, was Kevin da erwartet. Und wie ist es eigentlich, das letzte Mal so gutes Frühstück zu bekommen? Jetzt gibt's halt nur noch Rot und ab und zu gibt's mal so Dosenwurst zur Leona in Dose. So. Dass jemand geht, kommt immer wieder vor. Wer schlägert, muss zurück. Wer Drogen nimmt, auch. Kevin geht freiwillig. Natürlich sehe ich auch den Mensch dahinter und bin nicht unbedingt der gleichen Meinung. Also ich glaube, wir hätten das auch anders lösen können, aber letzten Endes haben wir halt seinem Wunsch entsprochen. Und ja, so ist es halt. Also ich kann ihn nicht verstehen. Also an seiner Stelle hätte ich ihm gerade, dass es durchzieht. Die Umstände sind auf jeden Fall besser. Gutes Essen. Ist zwar anstrengendes Programm, aber ja, muss jeder für sich selber wissen. Mittlerweile sind auch Sarah und ihre Töchter wach. Baders haben eine kleine Wohnung für sich, die direkt an die WG grenzt. Hier leben sie mit ihren beiden Kindern. Und freust du dich auf die Schule? Heute ist ein langer Tag, ne? Nele ist schon mit 11 Monaten zusammen mit Felix und Sarah ins Seehaus gezogen. Ein Kleinkind zwischen lauter Straftätern. Ist das nicht gefährlich? Okay so? Ja. Ich habe mir da keine großartigen Sorgen gemacht. Es kam vielleicht dann als erstes, als wir unseren ersten Jugendlichen hatten, der zum Teil hochgefahren ist und aggressiv wurde. Und erst da kamen dann so bei mir Gedanken, Mensch, wie kann ich denn Nele schützen oder wann muss ich sie schützen? Was kann ich ihr zumuten und ja, wo muss ich sie aber auch rausnehmen? Und dann humpelt der Moritz zum Zaun. Jetzt geht er auf Abenteuerreise, ne? Ja. Vor den Kindern reißen sich die Jungs meist zusammen. Fluchen und Schimpfwörter sind verboten. Gewalt sowieso. Wo läuft er jetzt hin? Ich finde es super. Ich liebe es, in so einer Lebensgemeinschaft zu leben. Für die Kinder habe ich auch eher das Gefühl, dass das positiv ist. Die profitieren sehr davon, ihre großen Brüder immer bei sich zu haben. Und sie sind sehr, sehr gerne auf der WG. Also manchmal, wenn hier nichts los ist bei uns in der Wohnung, dann wollen sie rüber. Ja. Drüben haben die Jungs inzwischen fertig gefrühstückt. Und sind noch im Zeitplan. Punkt 7.15 Uhr beginnt die Hausarbeit. Massimo macht heute Wäsche. Also morgens hat jeder seinen eigenen Dienst. Wäschedienst, Mülldienst, Küchendienst, Baddienst, Wohnzimmerdienst. Es wird jeden Monat gewechselt, dann wird die Wohnung auf Vordermann gebracht. Daniel ist fürs Bad zuständig. Wenn er schlampig putzt, hat das Folgen für ihn. Dann kriege ich natürlich noch einen Abzug. Und Noten ist ja vieles, sage ich jetzt mal. Ja, und wenn man eine 6 oder so bekommt, weil man viele Sachen vergessen hat, dann ist auch unschön, sage ich jetzt mal, für den Durchschnitt dann. Ja. Alles, was die Jungs tun, wird bewertet. Wenn sie gute Noten sammeln, bekommen sie mehr Freiheiten, dürfen länger Besuch haben oder ans Handy. Okay, passt. Perfekt. Da kommt jetzt der Boden, wa? Wer nicht mitzieht, darf weniger. Für alle außer Kevin beginnt jetzt der Arbeitstag in einer Werkstatt auf dem Gelände. Massimo arbeitet in der Schreinerei. Ich habe viel dazugelernt im handwerklichen Bereich in der Schreinerei. Wir haben jetzt letztens eine Küche zusammengestellt, ich und ein anderer Jugendlicher. Gute Voraussetzungen für einen beruflichen Neustart. Denn auch darum geht's. Im Seehaus können die Jungs eine Lehre anfangen.
Massimo muss dringend draußen einen Job finden. Er will vorzeitig aus der Haft entlassen werden. Ohne Job wird das nichts. Mitsamt dem Kit, der da drauf ist, der muss überall weg. Macht das ziemlich gut eigentlich. Ja, er lernt sehr schnell, er ist sehr aufmerksam, passt gut auf. Und daher sehe ich gute Chancen für ihn, dass er das auch zukünftig machen könnte. Ein paar Bewerbungen hat er schon geschrieben. Aber welcher Betrieb gibt Knackis eine Chance? Die ersten Rückmeldungen klingen positiv, auch wenn er früher einiges verbockt hat. Ich habe gesagt, dass ich im Knast bin, weil ich ja schon mal da war und rausgeflogen bin. Und die haben halt gesagt, dass sie mir noch mal eine Chance geben, weil ich halt mit offenen Karten gespielt habe. Ohne Job keine vorzeitige Entlassung. Klappt das rechtzeitig oder muss er doch länger hier bleiben? Für Kevin heißt es jetzt Abschied nehmen. Ciao, Mali. Tschüss, Kevin. Hey, Mausi. Jetzt kommen wir mal. Ciao. Ja. Ich finde es sehr schade, dass er geht. Ich hätte ihn gerne hier, noch hier behalten. Ja. Aber es ist seine Entscheidung. Und ich kann ihn auch verstehen, dass es anstrengend hier ist, dass es teils auch überfordernd ist. Und deswegen, ich verstehe seine Entscheidung, aber ich finde es traurig. Und ich glaube, es wird auch nicht unbedingt einfacher. Ich glaube auch nicht. Mhm. Ja. Ciao, Sandra. Mach es auf jeden Fall. Und zieh durch dort, ne? Also, was du hier gelernt hast, das nimm mit. Ja. Kevin wollte mit Hilfe von Bardas was machen aus seinem Leben. Jetzt gibt er auf. Geht zurück in den Knast, hinter Gitter. Hier hätte Felix früher selbst landen können. Auch er war mal ganz unten. Das hat eigentlich schon in relativ frühen Jahren angefangen. So ungefähr mit 17, 18, sowas um den Dreh rum. Dass ich eben so gruppenzwangmäßig die ersten Kontakte mit Drogen gehabt habe, so dass es eigentlich nur den Einstieg gab, eben mit Marihuana, den klassischen, und dann aber tatsächlich relativ schnell bei Heroin geendet ist, ja. Ich war manchmal seelisch und psychisch so am Ende, dass ich gesagt habe, ich will nicht mehr leben. Und ich glaube, es ist nur dem Umstand zu verdanken, dass ich heutzutage noch lebe, weil ich einfach viel zu viel Angst vor einem Selbstmord gehabt habe. Aber wenn ich das, glaube ich, nicht gehabt hätte, dann hätte ich damals oder habe ich damals in meinem Leben nicht mehr viel Sinn gesehen. 12 Jahre ging seine Sucht. 2009 machte er eine Therapie, weil es damals Menschen gab, die ihn unterstützten. Dann kann ich dir zu einem Zeitpunkt, wo ich ganz unten am Boden war und wo ich sämtliche Hoffnung auf ein gescheites Leben aufgegeben habe, waren Menschen für mich da, die völlig selbstlos sich voll rein investiert haben, um mich wieder auf die Spur zu bringen. Und ich bin so voller Dankbarkeit über das, wenn ich auch so überlege, was dann im Nachhinein noch alles passiert ist und wie mein Leben dann noch verlaufen ist und wie es jetzt ist, dass ich sage, ich möchte es weitergeben, ich will auch so jemand sein. Sein Ziel? Jungs wie Daniel und Massimo eine Perspektive bieten. Er hofft, dass sie ihre Chance nutzen. Dann wünsche ich einen guten Appetit. Bruder, boah, das schmeckt aber gut. Seid ihr wenigstens fertig? Massimo hat viel gelernt in den letzten Monaten. Einiger Massimo. Diese Baumstelle. Süßigkeiten gehen weg, die Frau bringt neue. Wir haben diesen Ansatz bewusst gewählt mit diesem Familienprinzip. Einfach insofern, als dass der ein oder andere von ihnen vielleicht auch aus zerrütteten Familienverhältnissen kommt und sowas noch nicht am eigenen Leib erlebt hat, sage ich mal. Und dann ist es vielleicht für ihn eine ganz neue Sache. Einfach nicht nur zur Nahrungsaufnahme an den Tisch zu gehen, sondern auch wirklich Gemeinschaft miteinander zu haben, Interesse am anderen zu zeigen, wie war dein Tag, was hast du heute erlebt. Das ist schon schön dann. Ich hab's mit Absicht gemacht.
Ich hatte es schon lange nicht mehr, da ich sehr viel draußen war, sehr viel mit Freunden unterwegs war. Es fühlt sich schon gut an, aber einerseits auch ein bisschen komisch, also am Anfang, die erste Zeit. Also muss man sich schon dran gewöhnen, mal wieder unter einer Familie zu sitzen mit kleinen Kindern. Das Familienleben eng getaktet. Auch abends haben die Jungs nicht frei. 19 Uhr, die Nachrichten fangen an. Zuschauen ist Pflicht. Putin will das verhindern. Für Moskau ist die NATO-Osterweiterung eine rote Linie. Sonst bin ich neutral. Kommt da hin! Fester Bestandteil des Seehauslebens: Rauchen. Wer wann, wie viel und mit wem rauchen darf, genau festgelegt. Ich begleite den Daniel jetzt, weil er noch in der niedrigsten Stufe ist. Er ist ja noch nicht so lange da. Er darf nicht weiter entfernt sein als eine Armlänge Abstand. Weil wir in dieser Stufe noch nicht so viel Vertrauen letztendlich gefasst haben oder er das noch nicht so unter Beweis stellen konnte. Und erst in der nächsten Stufe darf er auf Sichtkontakt Abstand nehmen. Ich bin hier reingekommen, dachte mir so, was ist das? Aber irgendwann versteht man auch, Vertrauen aufbauen. Und ja, ich habe jetzt eine Bewerbung geschickt zur nächsten Stufe und hoffentlich wird es in den nächsten Tagen passieren. 6 Stufen gibt es im Seehaus. Neuling ist die niedrigste, Löwe Plus die höchste. Daniel muss ganz unten anfangen. Wer sich beweist, hat eine Chance, früher entlassen zu werden. Darauf hofft Massimo. Abends müssen beide noch Hausaufgaben machen für die Berufsschule. Kann ich auch einen Tee haben, bitte? Was möchtest du haben? Wie heißt südliche Orange, wie das heißt? Wie? Südländische Orange. Ey, hör mal auf, mich zu korrigieren die ganze Zeit. Willst du es wissen oder willst du es nicht wissen? Okay, südliche Orange. Massimo ist im Bewertungssystem des Seehauses oben angekommen. Er ist Löwe, allerdings erstmal auf Probe. Damit er Löwe bleibt, darf er sich keinen Fehler erlauben. Ich müsste jemanden beleidigen, ich müsste meine Dienste vernachlässigen, ich müsste mich kacke auf der Arbeit verhalten, nicht an Programmpunkten teilnehmen. Da könnte ich sogar 4-fach abgestuft werden, 6-fach abgestuft werden, auf die Stufe, was dann er jetzt ist, Leo Anwärter. Das ist dann nicht so lecker. Und wenn er abgestuft wird, was bedeutet das dann für seinen Traum, vorzeitig entlassen zu werden? Gleich ist Schlafenszeit. Wer Punkt 10 nicht im Zimmer ist, bekommt Notenabzug. Das war knapp. Ja, gut geschafft. Gute Nacht. Ciao. Gute Nacht. Rebecca haben wir auf Ding. Heute ist ein wichtiger Tag für Massimo. Er muss gleich vor dem obersten Gericht hier antreten, dem Seehausrat. Ja, ich muss später noch in den Seehausrat, da wird überprüft, ob ich Löwe bleibe oder wieder zurückgestuft werde. Da ich auch Probe Löwe geworden bin, das heißt, man schaut sich mein Verhalten an, wie ich mich gegeben habe. Dann wird auch noch darüber entschieden, wie alles verfahren wird. Ist Massimo ein echter Löwe? Hat er genug gelernt? Nach dem Mittagessen wird sich das Seehausgericht damit befassen. Heute ist Alex wieder mit dabei. Er lebt schon fast ein Jahr bei Baders und war gerade für ein paar Tage beim Praktikum in einem Betrieb außerhalb. Ich habe was gebracht, eine Sendung an meine Schwiegermutter. An die Arbeit. Nee, jetzt machen wir. Massimo, ich glaube, wir sollten. Pünktlichkeit ist eine Tugend. Oh, der Markus ist schon unten. Darf ich diesen Teller hier stehen lassen? Danke. Bis später. Herr Massimo, falls Sie dich abstiften. Sag einfach gar nichts. Sag Alex was. Sag, ich hab gar nichts gemacht, ich hab nur eine Bühne getrunken. Genau. Kann ich zu beantworten.
Wird Massimo gleich abgestuft oder darf er seine Freiheiten behalten? Das wird jetzt entschieden. Jetzt muss er Rechenschaft ablegen, vor der höchsten Instanz hier. Vor Felix, vor seinem Ausbilder und vor einer Mitarbeiterin aus dem Leitungsteam. Massimo, du bist ja in Seeausrat gekommen, weil wir dich aufgestuft haben und gesagt haben, wir gucken noch mal, wie läuft es denn so? Wie lief es denn die letzten Wochen? Ich würde sagen, ganz gut. Keine Diskussionen, also wir gehen nicht auf Arbeit, keine Diskussionen, alles top. Also grundsätzlich erleben wir dich ja immer als ziemlich reflektiert. Du weißt, wo deine Baustellen sind und weißt auch, was du gut kannst. Das ist schon mal eine super Voraussetzung. Das Einzige ist, dass du aufpassen musst, dass eben nicht deine Bequemlichkeit dir irgendwie so ein Bein stellt, sage ich jetzt mal, auf dem Weg. Aber ansonsten arbeitest du jetzt gerade echt hier so an deinem Vermächtnis, dass man sich auch wirklich dann gerne an dich zurückerinnert, wenn du weggegangen bist. Das sind gute Sachen. Aber reicht das jetzt? Ja. Vielen Geschafft. Dank. Mach weiter so. Massimo wird Löwe bleiben. Schönen Tag. Bis denn. Ciao. Ciao, Massimo. Ciao. Ob er tatsächlich bald freikommt, darüber wird in Kürze ein anderes Gericht entscheiden. Sarah und Felix haben schon viele Jungs auf ihrem Weg in die Freiheit begleitet. Seit 6 Jahren sind sie im Seehaus, einem gemeinnützigen Verein. Als sie Hauseltern wurden, war Tochter Nele nicht mal 1 Jahr alt. Tochter Mali noch nicht geboren. Das waren unsere ersten Jungs. Sarah ist eigentlich Krankenschwester. Felix arbeitete nach seinem Drogenentzug in einer sozialen Einrichtung. Über die lernten sie das Seehaus kennen. Das war unsere FSJlerin. Dann war das Feuer entfacht. Und dann war es zu der Zeit unsere WG, also die wir jetzt gerade wieder bevölkern, war damals leer. Die stand leer, weil es eben keine Hauseltern gab. Und dann war eben die Überlegung, ob die nicht wieder belebt werden soll und ob wir uns das vorstellen könnten, eben als Hauseltern. Das konnte ich mir nicht so wirklich vorstellen. Andererseits habe ich auch sehr lange in einer Akutpsychiatrie gearbeitet, wo man vielleicht auch mit Anspannung zu tun hatte, also mit schwierigen Situationen. Und von daher, das hat mir schon geholfen. Natürlich ist es anstrengend und das war uns von vornherein klar, das wird jetzt kein easy life. Aber das ist schon bereichernd. Besonders wichtig fürs Familienleben, Nele und Mali. Das ist einfach Nikolaus. Guck mal hier. Durch die Kinder bricht so schnell das Eis. Man merkt sofort bei unseren Jungs, ein Lächeln ist aufs Gesicht gezaubert. Also da merke ich dann eine Weichheit und eine Offenheit den Kindern gegenüber. Und für unsere Kinder ist es so, dass sie ja keine Vorurteile haben. Sie kennen die Story nicht von den Jungs und können damit nicht viel anfangen. Und deswegen sind sie ohne Vorbehalte, ohne Vorurteile gehen sie in den Kontakt und bauen so die Beziehung auf. Und das ist toll einfach zu sehen. Ein paar Wochen sind vergangen. Heute wird das Gericht entscheiden, ob Massimo vorzeitig entlassen wird. Ja, ich danke dir dafür, dass wir heute Morgen wieder gesund und munter aufstehen durften. Ja, heute steht der große Tag bevor. Ich bete auch, dass du nachher bei der Anhörung dabei bist und dass dein Wille geschieht und dass das, was du für Massimo vorbereitet hast, dass das einfach zum Tragen kommt. Amen. Das hast du auch schön gesagt. Ja, hätte ich mal ein bisschen lauter Amen schreien können. Egal. Heute Glücklich. Nicht wahr. Bald free, man. Mittlerweile hat Massimo tatsächlich einen Arbeitsvertrag für die Zeit nach der Entlassung. Damit er vorzeitig rauskommt, braucht er außerdem eine positive Sozialprognose. Hat er genug gelernt, um draußen zurechtzukommen? Oder besteht die Gefahr, dass er rückfällig wird? Das musste Felix für den Richter einschätzen. Und? Bei Massimo bin ich eigentlich ganz guter Dinge. Ich meine, dass er auch jetzt innerhalb so kurzer Zeit eigentlich die höchste Stufe noch angestrebt hat. Das zeigt auch nochmal so sein Biss, den er hat. Und ich glaube, der kann ihm wirklich auch hilfreich sein für seine Zeit danach, dass er sich da wirklich auch durchbeißt. Ist er aufgeregt?
Ja, geht so. Ich bin ein bisschen müde. Ja, liegt auch nicht spannend. Klar, bist du aufgeregt. Normal, wenn man nach 1 Jahr, 4 Monaten dann Bescheid bekommt, hey, du kommst raus, das ist schon ein krasses Gefühl. Ich meine. Aber noch ist die Entlassung nicht in trockenen Tüchern. Im schlimmsten Fall muss Massimo noch fast 1 Jahr länger sitzen. Bisschen aufgeregt. Ich will eigentlich schnell über die Bühne bringen, die ganze Sache. Dass ich die nächsten 3 Wochen entspannt schlafen kann. Mit dem Gedanken, dass ich einfach rauskomme. Ich weiß, was auf dem Spiel steht. Und ich weiß auch, wie sehnsüchtig sie darauf aus sind, dass eben dieses Okay vom Richter jetzt dann gleich kommt. So ein gewisses Kribbeln im Bauch habe ich vielleicht schon. Yeah, hat geklappt. Free Massimo. Free. 3 Wochen. Ich krieg ein paar Auflagen. Bei Suchtberatungsstelle wegen Alkohol nicht anzumelden, falls sie zurückkommen. Ja, erleichternd auf jeden Fall. Besser wie davor. Jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Ja, gut, ins neue Jahr einsteigen. Noch hast du ein paar Wochen, in denen du Vollgas gibst, ne? Vollgas. Alles klar. Massimos letzter Abend in der WG. Ab morgen muss er ohne Sarah und Felix zurechtkommen. Massimo war jetzt ja mehrere Monate bei uns und wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und dann ist natürlich auch Beziehung entstanden. Und das ist intensiv, wenn unsere Jungs da sind. Wir verbringen ja täglich mehrere Stunden miteinander. Und deswegen, das ist dann immer wieder traurig, finde ich. Es ist immer ein Verlust, wenn einer geht. Ja, andererseits ist es auch schön, weil er wird ja in die Freiheit entlassen und nicht rückgeführt in den Knast. Und von daher freuen wir uns natürlich auch mit ihm. Ja. Meinst du, Massimo, du willst davon wissen oder bist du froh, dass du erstmal los bist? Ich glaube, er ist erstmal froh, dass ich von hier weg bin. Das Erste. Mein Sozialpromos steht ja auch, wirkt recht emotionslos, aber dennoch sympathisch. Deswegen denke ich, passt das so. Wie hat das mal geschrieben? Ja, das ist lustig. Harte Schale, harter Kerl. Genau. Der wird uns doch vermissen. Bestimmt. Und dann ist es soweit. Massimo verlässt das Seehaus. Wird erst mal wieder zurück nach Hause ziehen. Seine Mutter holt ihn ab. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass er einen guten Start hinlegt. Weil ich verändert vorgefunden habe. Ja. Einfach auch die Einstellung. Also ich denke schon, dass es ihm hier gut getan hat. Ja? Gut. Arbeitsjacke, die hast du. Ich denke, viel Arbeitserfahrung mitgenommen, viel Lebensdisziplin. Und jetzt kann es losgehen. Also, einmal muss schon hier, ne? Wir sehen uns nächste Woche. Guten Start dir. Ciao, Sarah. Wenn du da bist, dann. Und das von dir hören, ja, genau. Kommst du morgen zum Frühsport, oder? Ich habe gerade schon gesagt, ich will ihn in dem Kontext hier nicht mehr sehen. Er kann gerne so privat bei uns vorbeikommen, aber alles andere. Ja, es sind immer die Gedanken, wo man begleitet, so, wo einen begleiten. Wie wird er das jetzt alles umsetzen? Gucken. Wir haben eigentlich alles gemacht, was wir so machen können, ne? Von daher, ich glaube und ich hoffe, dass er das da packt.